Dann hetzen wir den auf den. Und gehen auf den dritten. Moment. Haut aber auch rein, ne? Und die kämpfen jetzt da irgendwie gegeneinander? So. Das war eigentlich eine gute Idee, ne? Weil die hauen nämlich ganz schön rein. Und drei davon. So, da ist ja noch einer. Dann werden wir uns den erstmal eben hier mal zur Brust nehmen. Zweimal kritischer Treffer. Gar nicht mal schlecht. So, gucken wir mal eben hier hoch. Da ist nichts weiter. Und dann müssten wir uns dann gleich mal diese Tagebuchseiten anschauen. Das war eine Falle meines Vaters. Was denn, die Affen? Ja, das passt zu ihm. Na, dann wissen wir jetzt wenigstens, wovor die Tagebuchseite aus Nesias Grab uns gewarnt hätte. Ich frag mich allerdings, welchen Hinweis Stahlbart hierfür hinterlassen hat. So. Du hast das Tagebuch meines Vaters gefunden. Ja, was bedeutet, dass Harlock schon mal hier war? Ich wusste doch, dass man dem Sack nicht trauen kann. Er wusste von dieser ersten Falle und hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat vielleicht gehofft, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen erst den Harlock uns holen. Knüpfen wir uns Harlock vor. Also gut, dann müssen wir zurück zum Schiff. Ich folge dir. Wenn das Schiff noch da ist. Ich hab's ja irgendwie geahnt, ne? Das Schiff ist noch da. So. Da müssen wir schnell handeln. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Ja, komm mal mit. Machen wir zusammen, ne? Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen. Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Okay. Komm mit. Gut. Am Strand waren wir doch schon. Ich hatte jetzt gedacht, dass er noch hier an Bord ist und noch einen Moment verweilt. Nee, ist er nicht. Na gut, ein Lagerfeuer haben wir schon für ihn. Ein Bett auch. Mal sehen, ob wir ihn hier aussetzen. Oder...
Ja, müssen wir ihn hier lassen, ne? Da haben wir den Strand ja eigentlich schon freigeräumt für ihn. Da ist er. Na gut. Na, Harlock. Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das, er ist mir wohl entfallen. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Ich werde dich einfach auf dieser Insel verrotten lassen. Ohne Schiff kommst du schließlich nicht weit. Ich bin einmal von dieser Insel heruntergekommen. Ich schaffe es auch ein zweites Mal. Na klar, viel Spaß. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer, ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. Hat er noch irgendwas zu sagen? Was willst du denn noch? Verschwinde! Nee. Ach, schade eigentlich, ne? Aber vielleicht gefällt ihm das ja hier und er wird schon seinen Weg machen. Gut, dann holen wir jetzt mal den Schatz. So. Na, Patty. Questerfolg. Die Affenfalle. So. Da sind schon wieder hier Dünkeldörr. Na. Ich komme auch gar nicht so richtig hier in meine Waffe ran. Ne? Verklickt hier gerade so. Okay. Das hier sieht mir wie ein weiteres Rätsel aus. Ja, wir werden uns wohl für einen Weg entscheiden müssen. Sieh besser mal nach, was mein Vater über diesen Ort geschrieben hat. Neuquist. Der Weg der Gerechten. Gut, dann schauen wir uns mal die Tagebuchseite an. Haben wir Tagebuchseite. Erstmal das Haupttagebuch. Tagebuch von Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Auch die längste Reise hat einmal ein Ende. So habe ich schließlich meinen Schatz auf einer kleinen Insel im Süden hinterlassen, die mir unentdeckt schien. Breitengrad 32 Nord, Längengrad 64 West. Und dann kommt hier ein unleserlicher Teil. Ist die Erkenntnis meiner größten Kaperfahrt?
dass kein Gold ein gutes Talent wert ist. Nicht zuletzt meiner Tochter Patty, die ihrer Mutter so ähnlich ist. Mögen dir meine Fehler erspart bleiben. Gut, gucken wir mal die... Na? Mit der nächsten Seite mal weiter. Die Tagebuchseite 2 haben wir dann hier. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Der rechte Weg. So, dann haben wir... Dritte Seite. Zum Schlüssel. Am Totenpfahl nach Süden. An der Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolithen nach Süden. Und dann haben wir hier die vierte Seite. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich vermerkt. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Okay, also wer den rechten Weg geht, das heißt, wenn wir jetzt den linken Weg gehen, dann gehen wir den rechten Weg. Der linke Weg würde mich ja auch interessieren. Jetzt sind wir hier doch wieder rausgekommen, oder nicht? Das war doch jetzt irgendwie verkehrt. Ja, allerdings. Dann sind wir hier in der Kreuzung. Oh, das ist der linke Weg. Da ist noch eine Herzader. So, der linke Weg soll ja tödlich sein, schreibt er. Reizen würde er mich trotzdem. Wir gehen den rechten Weg. So. Das heißt, wir bleiben auf der rechten Seite. Ja, hier sieht es auch ein bisschen bewohnt aus, hier mit dem Bett und mit den ganzen Möbeln. Hier ist noch eine Kiste, da fehlt uns hier der Skill, ne? So.
ein Fechtschwert, einmal Schmerztöter, 22 Kugeln, ein Rubin und 88 Gold. So, was haben wir denn hier noch Schönes? So, wir kamen von dort. Wir sind den rechten Weg gegangen.